So, nee, nun zu ihm. Er ist einer der besten und erfolgreichsten deutschen Schauspieler, egal ob nun Drama, ob Historienfilm, ob Krimi, ob Komödie. Er kann einfach alles. Und wenn er dabei ist, dann heißt es auch, dieser Film steht für Qualität. Heino Ferch ist bei uns. Herzlich willkommen nochmal, Heino. Wirklich sehr gebannt zugehört, vor allen Dingen, als es gerade um den Zirkus ging. Hat dich da wieder so ein bisschen die Sehnsucht gepackt? Du liebst das ja auch, ne, die Manege. Ja, ich liebe Zirkus seit Kindesbeinen an. Ich habe genau wie er zu Hagenbeck rein ist, bin ich jedem Zirkus gerannt und habe versucht mitzuhelfen, aufzubauen, war mit dem Elefantenzelt übernachtet, war ein glühender Fan. Und die Auftritte bei Stars in der Manege, bei Zirkus Krone, die ich ein paar Mal machen durfte, waren, darf ich ganz ehrlich sagen, eine immer die schönsten Abende, mit die glücklichsten Abende meines Lebens, muss ich sagen. Das war magisch und ich habe das sehr genossen und es wirklich gelebt und mit großer Leidenschaft. Der hat das genossen einfach. Ja, dreimal warst du dabei. Mhm. Wir haben mal einen Ausschnitt rausgesucht, sehr beeindruckend übrigens, aus dem Jahr 2006. Die Leute waren schwerst beeindruckt. Was ist das für ein Gefühl in dem Moment, wenn man das geschafft hat? Also ich bin froh gewesen, dass ich stehen konnte, weil die 5 Minuten auf den Pferden bei der Ungarischen Post irendwie die Oberschenkel zu trainieren, ich habe 8 Wochen dafür geübt, das war schon heftig. Also das ist das, was Gummimatten, Weichgummimattenniveau hat. Denn das macht Riesenspaß, wenn was funktioniert, was eine wirklich zirzensische Nummer ist. Und nicht einfach irgendwie Kiste auf, Pudel da, Kiste rum, Pudel weg, Kiste auf, wieder Pudel da. Das gibt's ja auch. Das machen ja auch manche. Aber das hat mir riesen Spaß gemacht, ja. Das ist 15 Jahre her. Würdest du dir das heute noch zutrauen, so eine Nummer? Ja, das mit entsprechender Vorlaufzeit. Ne? Ich habe die Leute von Krone und vom Bayerischen Rundfunk, die das organisiert haben, die sind ja immer Scouten gewesen in Monte Carlo beim Zirkusfestival getroffen und habe gesagt, da war doch gestern eine. Als sie sagt, naja, vielleicht wieder Lust, da war eine mit der Ungarischen Post, eine Französin, die hat 16 Pferde gehabt. Gibt das auch in kleiner? Und dann hatten sie auch eine, die dann in Norwegen war. Und die haben, als sie mich angesprochen haben, gesagt, ich fahr mal hin, schau mal, ob das geht. Und dann war ich dann einen Tag oben in Oslo und habe probiert, ob das irgendwie hinzukriegen ist. Und dann 8 Wochen Vorbereitung. Die ist dann noch runtergekommen in die Nähe von da, wo ich wohne, und wurde stationiert. Und dann habe ich mich daran gepirscht und hat funktioniert. Ja, ich bin sehr beeindruckt. Also ich könnte es natürlich auch. Mich hat leider noch nie jemand gefragt. Also Ungarische Post beherrscht er perfekt. Was Heino Ferch sonst noch so alles gewuppt hat, gucken wir uns mal an. Oh mein Gott. Beim ersten Blick auf die Karriere dieses Mannes könnte man fast meinen, dass sie etwas eintönig verlaufen wäre. Gold, Gold, Gold und nochmal Gold. Doch der ehemalige Top-Turner hat dank antrainierter Flexibilität von Komödie über Kudamm bis Krimi schon die komplette Farbpalette an Genres durchgespielt und sich buchstäblich das ganze Alphabet der Filmgeschichte erarbeitet. Das Adlon und das Attentat, Berlin 61 und Bader-Meinhof, Cäsar und Comedian Harmonists. Da der bravouröse Bremerhavener wirklich alle Hände voll zu tun hat, verwundert es auch nicht, dass er immer etwas in der Hand hält. Getränke und Gegner, Tiere und Telefone, Schlagzeilen und Schläger. Als Pferdestärkenbegeisterter drückt er seit 4 Jahrzehnten aufs Schauspielgas. Nicht zu bremsen, Heino Ferch. Ja, toll, ne? Und das war nur ein kleiner Querschnitt. Letzten Samstag haben wieder über 5 Millionen zugesehen, als du nach dem Roman, nach der Figur, die Martin Suter erfunden hat, wieder Almen gespielt hast, diesen Kunstdetektiv. War übrigens, die Perücke steht dir ganz hervorragend. Vielen Dank. Warum ist das? Das bleibt mir übrig, oder? Ja, er hat so lange als Almen, so richtig lange, so ein bisschen lockige. Ich hab's gesehen, sah super aus. Hast du gesehen? Finde ich auch. Ich hätte für heute auch eine Perücke mitbringen können. Ja, ich nehme die nachher vielleicht. Ja, die kannst du ja wie so ein Partyhut. Vielleicht in einer. Warum ist das eine Figur nach deinem Geschmack, dieser Almen? Ich glaube, in erster Linie ist das ein Mensch, den Martin Suter geschrieben hat, der ganz gegen unsere, ich sage immer,
deutsche oder preußische Versicherungsweltmeistermentalität anlebt. Er ist chronisch pleite, lebt so, wie er es möchte, möchte seinem Gegenüber nicht mit unangemessener Kleidung entgegengehen und ist jemand, der nicht von der Hand in den Mund, aber doch eine Lebensphilosophie hat, eine Leichtigkeit, die ich mir selber wünschen würde, auch so durchs Leben gehen zu können. Und ich glaube, das ist etwas, was für irgendwie Urlaub von mir selber ist und Keen Top und Anything Goes Attitude hat, die anders als das schwere Drama ist, obwohl es auch dramatische Situationen da gibt. Aber er lebt einfach komplett anders, als wir, ich glaube, in Deutschland irgendwie erstmal aufgewachsen sind oder was wir im Rucksack haben. Also ja. Ich kann für mich und viele sprechen, die ich auch kenne. Aber ein Genussmensch bist du doch auch, ja, oder? Ja, ich meine, zur rechten Zeit den rechten Wein, den richtigen Fisch und den richtigen Spruch oder die richtigen Worte. Das ist etwas, was ich auch gerne mag. Kunst auch immer wieder, gerne in verschiedenster Form. Aber richtig, das ist aber nur ein Teil des Lebens. Aber Almen zelebriert eigentlich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang die Leichtigkeit des Seins mit dem Schönen, mit den schönen Dingen des Lebens, was sicher auch immer schwierige Situationen hat. Sonst wären die Geschichten nicht für uns auch fiktional zu erzählen. Das kommt alles zusammen. Aber ja, ich versuche schon auch, den Fokus auf schöne Sachen zu legen, wenn es geht. Zum Beispiel Kunst, ne? Du interessierst dich ja sehr für Kunst. Ich interessiere mich auch für Kunst, ja. Was ich gar nicht wusste, dass dich da vor Jahrzehnten ausgerechnet Dennis Hopper rangeführt hat an die Kunst. Wie kam das? Ja, wir haben einen Film gemacht, der hieß Straight Shooter. Eine internationale Produktion in Köln gedreht. Und ein amerikanischer Ausbilder eines Einzelkämpfers ist gespielt worden von Dennis Hopper, der nach Europa kam für 8 Wochen, um mit uns zu drehen. Und ich habe mich immer gewundert, warum er freitags nicht auf dem Zettel stand. Bis er mir gesagt hat, dass er eigentlich diesen Film auch in erster Linie angenommen hat, um nach Europa zu kommen, damit er am Wochenende nach London, nach Madrid, nach Bilbao, nach Florenz, nach Berlin in die Galerien kann und die Künstler sehen kann und die Leute treffen kann. Das war ganz toll. Und dann war Art Colomb zur gleichen Zeit. Und er hat mich zweimal mitgenommen am Sonntag ganz früh, hat gesagt, I show you my art. Und hat mich so ein bisschen in moderne Kunst eingeführt. Und es waren ganz tolle Tage mit ihm. Und hast du ihn noch mal wiedergesehen? Habt ihr Kontakt gehabt? Ja, ich bin ab und zu in Los Angeles gewesen zu der Zeit auch. Und er hat in Venice gewohnt und ich habe ihn dann auch besucht. Also hast du durch ihn einfach so einen Blick dafür entwickelt, was ein tolles Gemälde ist, was man... Ja, ich meine, es ist natürlich ein besonderes Glück, wenn so ein toller Kollege einen an die Hand nimmt und sagt, you interested? I show you, come, let's go. Und das war schon ganz toll, mit ihm zusammen zu stöbern und in die Nischen zu gehen und durch seine Augen das auch zu erfahren, ja. Zumal ich mir vorstellen könnte, dass Dennis Hopper doch das ein oder andere auch etwas kostbarere Gemälde in seinem Haus hat. Ich glaube, er hatte zu Lebzeiten die zweitgrößte Privatsammlung Kaliforniens zu Hause, ja. Es gibt so eine schöne Geschichte. Es gibt ein Gemälde, das dir besonders am Herzen liegt. Das hängt in Berlin, ausgerechnet im Springer-Hochhaus, von George Gross. Was ist das für ein Gemälde? Was hat das? Warum möchtest du es immer wieder sehen? Ein Theaterstück auch, in dem ich mitgewirkt habe und Gross gespielt habe. Das ist schon lange her. Zugang zu dem Mann gefunden und biografisch auch und liebt das sehr, was er macht. Und es gibt im Journalistenclub im Springer-Gebäude den Max Schmeling von George Gross gemalt. Und als noch die goldene Kamera im Springerhaus ausgestrahlt wurde oder stattgefunden hat, gab es immer den Empfang der Geladenen und Laudatoren und Preisträger oben in diesem Club. Und der erste Gang war eigentlich mit einem guten Glas Wein dahin. Und ich habe mich 10 Minuten vor das Gemälde gestellt und habe es einfach genossen, wie man ins Museum geht, um Kunst zu schauen, die man gerne mag. Und wenn es die Gelegenheit gibt, gehe ich hin und stell mich davor. Ist aber auch ein tolles Gemälde. Und vor allen Dingen hast du ja auch mal Max Schmeling gespielt, ne? Nee, ich habe den Trainer von Schmeling gespielt. Ach, den Training, gespielt. Okay. Trainer. Henry Maske hat Schmeling gespielt. Und ich war Max Machon, sein Trainer in dem historischen Film, ja. Jetzt sind wir ja nicht in Berlin, wir sind in Hamburg. Zu dieser Stadt hast du, glaube ich, aber auch eine besondere Beziehung. Nicht nur, weil der Film, der am 24. April läuft, da spielt. Dann so als Norddeutscher ist es doch immer, glaube ich, ein ganz schönes Gefühl, mal so ein bisschen Hafenluft um die Nase wehen zu lassen. Ja, mein oder? Vater war Kapitän auf große Fahrt. Genau, und in meiner Jugend sind wir ganz oft noch mit nach Hamburg und gewunken oder ihn wieder willkommen geheißen im Hamburger Hafen. Also ich bin
ich bin sehr viel in meiner Jugend, natürlich auch jetzt durch den Beruf und zwischendurch, aber in meiner Jugend schon oft mit, auch mit Hamburg, Bremen auch natürlich. Aber Hamburg ist ganz viel der Hafen gewesen, von dem aus es dann auf große Fahrt über See ging. Ja. Nimmst du deswegen besonders gern Angebote an, also wenn Filme hier spielen im Norden? Na, ich muss da natürlich ehrlich sagen, ich gucke aufs Drehbuch und schaue, ob mir das zusagt, ob ich mich da sehe, ob ich da Lust drauf habe und so. Ob das denn gerne Hamburg, aber auch Berlin, Köln und ich bin oft in Wien, viel in Prag. Das ist denn zweitrangig, aber wenn es Hamburg ist, sehr gerne. Also dieser Film läuft am 24. April im 1. Wer einmal stirbt, dem glaubt man nicht. So eine, lustig, also es ist eine Komödie, ne? Es ist eine Liebesgeschichte. Dramödie sagt man jetzt irgendwie neudeutsch zu etwas, was komisch und dramatisch sein soll. Ja. Bevor wir reingucken, erzähl ganz kurz, worum es geht. Na, ich kann gar nicht viel erzählen. Ich kann eigentlich nur den Pitch sagen. Zwei Menschen, die ihren Lebensgefährten tragisch verloren haben, treffen sich auf dem Amt, wo man das bestätigt bekommt, dass man jetzt Witwer oder Witwe ist und so eine Art Sterbeurkunde beglaubigt bekommt für viele, viele, viele Sachen, die danach kommen, beißen da auf Granit, weil einfach der Leichnam nicht da ist und weil ein paar Sachen einfach fehlen. Und wenn ich jetzt mehr erzählen würde, würde ich zu viel verraten. Aber die Vorschau ist schon mal super. Ja, danke. Ja, auch extrem viele Stars mit. Das ist total interessant. Ja, danke. Also wir gucken mal kurz rein. Also wir verraten nichts und diese folgende Szene verrät auch eigentlich nichts, außer dass es so ein bisschen knistert zwischen den beiden Hauptpersonen. 7554992. Wenn du mich anrufst, dann habe ich deine Nummer. Danke. Clara. Ulf Magnus. Sag einfach Ulf. Oh. Entschuldigung, da muss ich kurz rangehen. Ich glaube, da ruft mich gerade dieser Star-Autor an. Läuft mir schon den ganzen Tag hinterher. Doch nicht etwa dieser Schmanzettenautor, dieser Ulf Magnus Lundin. Ein unfassbar eitler Sack. Den magst du? Sowas liest du? Aus Mitleid. Sonst erträgt das ja kein normaler Mensch. Witwer. Ich wollte mal fragen, wann das nächste Gruppenphantomtreffen ist. Ich hätte ein Problem. Das trifft sich gut. Das nächste Treffen ist in einer halben Stunde. Ich schicke dir die Adresse. Jo. Mhm. Well, well, well. Julia Koschitz übrigens auch ganz tolle Kollegin, ja. Deine Filmmutter sagt einen interessanten Satz in diesem Film. Sie sagt nämlich, wir haben es uns nie erspart, die Wahrheit zu sagen. Sie und ihr Mann. Ihr Mann, ja. Ist das ein gutes Motto auch für dein Leben? Würdest du das so unterstreichen? Im Prinzip ja, sicher. Ich glaube trotzdem, dass jeder, wie in jeder Gesellschaft, so seine kleinen Geheimnisse haben wird, haben darf. Manchmal Situationen auch zu meistern oder vielleicht zu verschieben. Und meinst du, das ist für eine Ehe auch ein gutes Rezept, so ein bisschen das Salz in der Suppe zu sagen, wir müssen uns nicht alles sagen, gegenseitig übereinander? Oh mein Gott, hieß der berühmte Satz nicht, jede Frau hat ihr kleines Geheimnis? Ich denke, dass das sicher dazugehört, ja. Ja, aber ich meine, Aufrichtigkeit und Vertrauen ist die Grundlage jedes Zusammenseins. Was die großen Dinge angeht. Aber was fällt dir so ein? Wann hast du zuletzt eine kleine Notlüge gebraucht? Das glaubst Frau? Du, sag ich jetzt hier in der Talkshow. Ich dachte, ich versuch's mal. Ja, das ist okay. Nee, aber was sind das für Situationen im Leben? Jetzt gar nicht unbedingt in der Ehe, aber für Situationen im Leben, wo du sagst, ach, komm, eine kleine Notlüge. So im Ach, ich glaube, wenn Emotionen im Spiel sind oder wenn irgendwie Situationen sind, wo es irgendwie knistert, also nicht unbedingt wie hier im Film erotisch knistert, sondern so, wo man denkt, das ist vielleicht nicht so gut, das so zu machen und so. Aber das sage ich jetzt im Moment nicht, das verschiebe ich auf später, wenn die gesamte Pace vielleicht ein bisschen unten ist. Also ein elegantes später ansprechen und vielleicht dann vorher sagen, geht alles wunderbar, ist alles toll, ja, ist Spitzen und ich glaube, dass dafür so Notlügen ganz gut geeignet sind, um vielleicht dann doch zwei Tage später drauf zurückzukommen, muss dann doch irgendwie dann doch auch, glaube ich, die Temperatur stimmen, um vielleicht Kritik oder einen Ratschlag, ich meine, Gott, Ratschläge sind auch Schläge, aber den richtigen Moment abfangen. Den richtigen Moment zu erwischen und da elegant bleiben zu können. Frau Opitz-Kittel, darf ich Sie fragen, Sie haben so eindrucksvoll vorhin dargestellt, wie ein Autist mit auch der Wahrheit und dem nur damit umgehen kann, was er sieht. Können Sie sich mit dem Begriff der Notlüge anfreunden? Ist das etwas?
Also ich habe gerade wirklich gestutzt oder beziehungsweise ich habe gerade gedacht, also ich hätte da in der Beziehung ein Problem. Weil, also für mich ist das ganz wichtig, also erstens, ich kann immer schlecht erkennen, ob jemand lügt oder nicht. Deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass die Leute immer die Wahrheit sagen, einfach weil sonst bei mir das Vertrauen weg ist. Ja. Dann auch mit diesen Notlügen, dann frage ich mich immer, wenn wir Autisten, oder nicht alle, aber viele Autisten Probleme haben, zu erkennen, was in dem anderen vor sich geht, wie machen das denn dann die Nicht-Autisten, wenn sie quasi so Notlügen zum Beispiel nicht erkennen? Ja. Also, ne, das ist ja eigentlich auch ein Problem. Ich meinte nur das Verschieben von einer im Moment ausgesprochenen Wahrheit, die vielleicht in dem Moment unangebracht ist. Ja, da wär ich sowieso nicht die Spezialistin, da den geeigneten Moment zu finden. Da würde ich es auch verpatzen. Aber mir ist, wie gesagt, mir ist es wirklich ganz wichtig, dass jetzt mein Partner keine Notlügen verwendet und er weiß das auch. Aber ich tue es jetzt nicht verurteilen. Es ist nur für mich einfach sehr wichtig, das zu wissen, weil ich denke, vielleicht resultieren auch ganz viele Probleme daraus, dass man so eine Notlüge verwendet, anstatt man zum Beispiel gleich sagt, vielleicht macht man es ja auch als Schutz für den anderen, dass man sagt, ach, mir geht's gut, fahr du mal weg. Das stört mich nicht, aber vielleicht kommt es dann doch irgendwann mal raus, ach, mir ging es doch schlecht, du hast es nicht gemerkt, du bist doch dann doch weggefahren. Mhm. Und viele Filme habe ich beobachtet, resultieren dieses ganze Drama oft auf irgend so ein Missverständnis oder auf so einer Notlüge und muss dann halt wieder mühsam aufgeklärt ganz werden. Interessant, ja? Ganz interessant, ganz interessant. Sie kann sich die Zeit ersparen mit Ehrlichkeit. Ja, stimmt. Nein, die Aufrichtigkeit ist die Nummer eins, das ist ganz klar. Das ist ganz klar, aber ich meine auch immer gleich zu sagen, was man dazu denkt, ist vielleicht mit Stillschweigen. Also man eckt damit an, das kann ich schon mal sagen. Ja, oder es ist es kommt den falschen Hals und dann hat man vielleicht doch etwas in Gang gebracht, was man gar nicht so wollte. Verstehe. Und das aber genau das unterscheidet uns eben die meisten Menschen von Birke Opitz-Gittel, weil sie einfach immer das sagt, was sie denkt, auch wenn es überhaupt nicht passt. Und wir haben eben gelernt, dass man das nicht. Boden zu haben manchmal, ja, vielleicht. Ja, natürlich. So, Heino Ferch Festspiele im 1. und 2. deutschen Fernsehen. Am 12. April läuft nämlich auch noch Die Spur des Bösen. Also am Ammersee bist du gar nicht so oft, oder? Doch. Das ist jetzt, muss ich sagen, irgendwie die geballte Arbeit der letzten anderthalb, zwei Jahre, die jetzt innerhalb von wenigen Wochen ausgestrahlt wird. Das ist manchmal so, da habe ich gar keinen Einfluss. Es ist halt so. Ja, ich meine, es ist ja besser so als umgekehrt, ne? Als wenn nichts läuft, das ist klar. Aber ein bisschen mehr verteilen und das wäre einfacher auch, um die Aufmerksamkeit auf die einzelnen Sachen vielleicht irgendwie fairer zu gewichten. Aber naja. Gut, so wir gucken das alles und freuen uns, dass du hier bist. Vielen Dank. Danke, Heino. Wir sind eins. ARD.